Es gab noch nie eine Fast, der 8 Kategorien gewonnen hat. Kann man sagen, du bist der Beste aller Zeiten vielleicht sogar? Wenn du der Einzige bist, der diese Kategorien gewonnen hat, dann bist du der beste Pizzabäcker aller Zeiten. Schön, dass wir im Start sind in Ingelheim. Wir suchen die beste Pizza Deutschlands und wir sind heute einfach mal bei der besten Pizza der Welt. Beim Pizzabäcker, der bei der aktuellen Weltmeisterschaft den Platz 1 belegt hat. Waren schon viele YouTuber hier, die alle heftig überzeugt waren. Ich danke euch auch für eure Kommentare. Blende ich mal hier oben ein. Heute ist vielleicht der Gutschein fällig. Danach geht's weiter. Und ein ganz kurzer Einspieler, den ich widme, den Julian C. Er hat mir das Kommentar gegeben für die beste Pizza Deutschlands aus dem letzten Video. Hat den Gutschein geknackt. 350 Euro. Danke für deinen Kommentar, dass ich diese Pizza essen durfte. Melde dich bitte bei holle2164@gmail.com, um den Gutschein abzusagen. Haut mir euer Kommentar in die Kommentare. Wenn es meine bisherige beste Pizza top, kriegt ihr den Gutschein. Und jetzt ballern wir hin. Vom Charakter, vom Auftreten. Er ist aber eine Persönlichkeit. Ihr werdet es gleich sehen. Ihr habt es auch nur im Video gesehen. Ich bin selber überrascht. Wir fahren direkt hin. Danny, du hast nochmal das Wort. Willkommen zurück bei Holles kulinarische Reise durch Deutschland. Heute bei Pizzeria Capri in Ingelheim. Heute trifft Holle auf den Pizza-Weltmeister 2021 in allen Kategorien. Francesco Lalasso. Er setzte sich durch gegen über 900 Mitbewerbern aus der ganzen Welt. Doch heute muss er nur einen einzigen Mann überzeugen. Den saftig knaftigen Holle. Das ist hier Kleinstadtfeeling, das ist so richtig persönlich. Achmed hat vorhin gesagt, er fühlt sich umarmt von dieser Stadt und das kann ich so wiedergeben. Da ist er, schön an der Ecke. Nationalpreis gekrönt. Beste Pizza der Welt, also wenn heute nicht die beste Pizza fällig ist, in meinem Ranking, dann weiß ich auch nicht. Das ist eine knappe Sache, guck mal, 2018 Platz 4 in der Weltmeisterschaft. Jetzt Platz 1 dieses Jahr, bester Pizzateig der Welt. Also das ist alles wahrscheinlich, weiß ich, wie viel sich da noch tut. Hier haben wir gleich einen Kollegen, grüß dich, mein Lieber. Hallo. Alles gut bei dir? Alles gut, bei dir? Ja, bei mir auch. Bist du hier auch Pizzabäcker? Ja. Aber wir kriegen von Chef heute Pizza, ne? Ja. Beste Pizza hier der Welt, Auszeichnung. Kannst du das bestätigen? Die beste from the Welt. Man zieht schon mal ein paar Meter rein. Man kann jetzt schon mal, sieht man gleich die Pokale. Napolitana. So, Chef kommt gleich. Riesenofen. Das ist nicht der, den ich bei den anderen Pizzabäckern gesehen habe. Die hatten beide den gleich bei meinen Spitzenpizzen. Boah, da muss ordentlich was durchgehen. Da geht ordentlich was durch, bestimmt. Ja, ich merke schon gleich ganz sympathisches Personal hier. Dankeschön. Die beiden. Ragazzi. Und hübsche Männer auch, muss man dazu sagen. Da haben wir nochmal Auszeichnungen. Also das scheint jedes Jahr abzuräumen hier anscheinend. Also Auszeichnung ohne Ende. Ich bin einfach mal so frei, ich hole mir mal hier eine Speisekarte raus. Die werde ich auch nicht. Ich glaube, ich nehme dann die Pizza von Nita. Die von Nito hat eine Kategorie gewonnen in der Weltmeisterschaft, Chef. Echt? Hat Kategorie gewonnen? Und mit ein bisschen noch was dazu. Parmesan-Chips, selbst vorbereitet, Chef. Ja. Und die Käse-Tomate. Die von Nito. Ja. Und dann für die ganze Welt, für die Beste, von der Beste, die Klassiker Margherita mit Büffelmozzarella. Das war die, ne? Die beiden werde ich nehmen. Okay. Perfekt. Wir haben hier den Mann der Stunde. Buongiorno. Hallo Francesco, ich habe schon dich in ein, zwei Videos gesehen. Ich finde, du hast gleich eine Persönlichkeit, einen Auftritt, so merkt man sofort. Also du hast. Dankeschön. Ja, bist du Persönlichkeit. Liegt das an deinen Wettbewerben, die du gewonnen hast? Gibt dir das Aufwind? So, gibt dir das nochmal? Nein. Ne? Warst du schon früher so? Ich war immer so und bleibe auch immer so. Das finde ich gut, finde ich gut. Deine Pizza ist jetzt so im Moment YouTube Deutschland aller Munde. Jeder spricht von dieser Pizza, alle sagen auch. Holle mich. Ja, Holle, fahr dahin. Das kannst du mit Sicherheit auch untermalen. Was macht deine Pizza aus? So, wo macht dieser gewisse Unterschied nochmal zu den anderen? Ja, jahrelange Erfahrung, sieben verschiedene Mehlsorten. Sieben verschiedene und macht man Hefe selbst. Hefe? Oh, und du mischst sieben Mehlsorten selber? Genau. Ich habe gerade nämlich schon Pizza getestet von einem Pizzabäcker, der wurde für seinen Pizzateig, für den besten Pizzateig der Welt. Ich weiß aber nicht, in welchem Wettbewerb in Dortmund. Und der war auch, sag ich mal, der hat nochmal eine ganz andere Klasse. Noch knuspriger außen und der Teig außen. Weich. Ja, genau, weich und wie vom Croissant quasi, kann man sich so vorstellen. Okay. Das war eine Kategorie, glaube ich, von Scottiarella. Das ist so knusprig. Das kann sein. Ja. Ich würde sagen, Francesco, wenn du magst, gehen wir einmal nach hinten gucken, wie du Pizza machst. Geht das so? Ja, machst du eine Pizza. Soll ich eine selber machen? Ja, wir machen eine zusammen. Ja. Ich mache eine für dich und du machst eine für mich. Ja, und du bewertest danach meine Pizza. Genau. Okay, bin ich dabei.
Sehr interessant. Wenn ich vergleiche mit anderen Teigen, die ich jetzt von Spitzenpizzabäckern gesehen habe, etwas kerniger sieht der aus. Als wäre da noch, ist mit Sicherheit nicht Vollkorn drin, aber von der Optik nur. Als wäre da noch irgendwie wirklich ein dunkleres Mehl dabei. So, in Napoli gibt es eine Technik. Ja. Daran kannst du dann, wenn du auch andere Pizzerien besuchst, erkennen, ob die Pizzabäcker Napoletaner sind. Also ja. Napoletanische Pizzabäcker. Wir wollen, dass man die Pizza mit Backpfeife aufmacht. Diese Pizza. Ah, ja. Das muss man auch in Neapel beherrschen. Jede Meisterschaft. Wenn du mir eine Backpfeife verteilst, das wird bestimmt Zwiebeln ordentlich. Wird wehtun, ne? Siehst du, da hinten haben wir einen kleinen Holzofen, Gasofen. Da ist mein Bereich abends. Gehe hinten, kleine Dachmaschine und kreiere meine neue Kreation. Weil da habe ich aber meine Ruhe da hinten. Ah, ja. Und dann kommen die verrückten Kreationen, der verrückte Professor. Genau, da kommen ja die ganzen Ideen wieder. Ich sag eben schon, ihr habt nur hübsche Männer hier eingestellt. Wegen. Nur Italiener, ja. Originale aus Napoli. Der Mann hat sich verewigt in der Pizza geschickt. Wir haben das geprüft, auch mit Fernsehen hier in Deutschland. Es gab noch nie eine Pass, der 8 Kategorien gewonnen hat. Gab's noch nie? Nein. Oh. Nächste Frage aufs Spiel. Kann man sagen, du bist der Beste aller Zeiten vielleicht sogar? Nee, ich versuch das, oder? Was ja, aber wenn du der Einzige bist, der diese Kategorien gewonnen hat, dann bist du der beste Pizzabäcker aller Zeiten. Dann noch die dicken Parmesan-Chips drauf, sowas siehst du sonst nicht. Ne? Das ist ganz, ganz edel, interessant. Wirklich Spitzenklasse. Ich fasse jetzt zum ersten Mal an den Teig. Oh, ja, ja. So, die zwei Pizzen. Ist natürlich optisch. Was soll man sagen, vom besten Pizzabäcker der Welt, vom Super-Champion die Pizza. Erwartet man, genau wie es hier ist, einfach eine optisch heftige Pizza. Die ganz heftige. So. Der Parmesan-Chip. Frisch, aus dem Ofen angenommen, überbackt irgendwas im Ofen. Die Kruste, die unten da bleibt. So schmeckt das hier. So schmeckt dieser Parmesan-Chip. Perfekt, ihr merkt direkt die Röstaromen natürlich. Der Basilikum. Auf der Pizza. Diese Frische durch die Kräuter fallen mit der Pizza. Pilze auf der Pizza. Das war ja echt krass. Perfekte Harmonie. Versuch halt wirklich alles einzufangen. Irgendwie mal einen Biss zu haben mit Salami, mit dem Käse, mit dem Pilz. Dass man diese Kreation, die ja durchdacht ist und die gewollt ist, irgendwie in Gänze, in der Harmonie mal genießen kann. Geschmacksexplosion. Pilze, Salami, Schinken, Käse, alles drum und dran. Zu heftige Kreation. Ganz harmonische Pizza, die einfach stimmt, wo jeder Punkt stimmt. Jede Zutat, wie geschaffen für diese Pizza. Wir gehen nochmal kurz ins Pizzabacken. Ich mache Francesco eine Pizza, dann nehmen wir uns zur Bewertung. Ich sag dir, ich backe jetzt heute auch Pizza. So ein bisschen weiß ich schon, wie ich jetzt hier rangehe, ne? So, mach ich sie erstmal rund. Genau. Erstmal aus. Das kann was werden, Francesco. Das kann was werden, ja. Nochmal drehen. Ja. Okay. Basilico. Parmesano. Okay. Ein kleines Büffel. Okay, erstmal nochmal hier rein. Ja. Wow. Bravo.
Pizzen schmeckt. Ja, ja, wirklich. Astral. Ich habe auch gesagt, diese Kombi, ja, die hat mich noch mehr geflasht. Ich finde, die Margherita unterscheidet sich immer nur ganz leicht von anderen Pizzen. Und diese Kombi, die du gemacht hast mit der Salami und dem Schinken und so weiter, es war eine Kreation, hast du gemerkt, da ist eine Komposition von Zutaten. Eine Symphonie war das. Und da haben wir sie. Und das ist deine Pizza. Das ist meine Pizza. Kann man nichts sagen eigentlich. Kann man nichts sagen. Von der Optik, welche Note würdest du geben? Das ist eine Napoletana. Ich würde dir eine 10 geben. Ehrlich? Ja. Ach, geil. Ja, dann packe ich das ein, Francesco. Hat mich gefreut. Mich auch. Ich bin ja auch selber Hobbykoch und für mich ist es Gold wert. Ich kriege jedes Mal was Neues mit. Schön. Richtig geil, geiler Typ, auch richtig sympathisch, muss ich sagen. Dankeschön. So, jetzt eine Bewertung von mir, Leute. Womit wahrscheinlich die, ich weiß nicht, womit ihr gerechnet habt. Ich möchte keinen Scheiß labern, aber es liegt mir ein bisschen auf dem Herzen. Und so eine Bewertung schmerzt auch irgendwo am Ende des Tages. Aber es ist für mich die Wahrheit. Und ich sag euch, wie es ist. Für mich kompromisslos. Der Teig von der letzten Pizza, die ich zur besten Pizza Deutschland gekürt hat, für der auch die Auswahl hat, für den besten Pizzateig der Welt, war natürlich ein anderer Wettbewerb. Der war für mich kompromisslos besser. Nicht viel besser. Wir sprechen auf ekligem Niveau, wirklich einfach Nuancen dafür entscheiden, was besser ist oder nicht. An alle YouTuber-Kollegen, testet die Pizza auch. Ich laber keinen Mist. Also jeder, der da hingeht, wird wissen, was ich meine. Nicht unbedingt besser, weil es Geschmackssache ist, aber der wird mich bestätigen können, dass es einfach ein besonderer Teig auch ist, der mir ein bisschen besser gefallen hat. Jetzt haben wir aber die Kreation von Francesco. Denn in der Margherita, das ist ja wirklich immer nur ganz klein bisschen Bandbreite. Die sind alle ähnlich, das ist nur ganz klein bisschen. Aber diese Komposition von seiner anderen Pizza, das war eine Symphonie, das war heftig. Und Francesco kriegt dafür diese Salami, diese Pilze da drauf, diese Chips einfach ein Erlebnis, ein Meisterwerk. Dieser Tag wird für mich auch in die Geschichte eingehen und er kriegt von mir eine 9,1, bei mir nur auf Platz 2, aber das, wie gesagt, nimmt das nicht zu eng. Das ist eine Weltmeisterpizza, das ist einfach so. Das für mich als Bewertung. Leute, lasst mir einen Daumen oben da, einen Kommentar, lasst die Mission weitergehen, lasst uns weiter gucken. Danke für den Support immer, den ihr mir gebt. Denkt auch meine Glocke an und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video und bis zum nächsten Mal. Pff.